Am Sommeranfang wieder wie früher die Sommerzeit einführen. Was? Für 8 Uhr ist es noch ganz schön hell. Ich habe nichts dagegen, dass es so lange hell ist. Wir brauchen ja 3 Stunden für die Rückfahrt. Vor Mitternacht sind wir in keinem Fall zu Hause. Wenn es so schlimm für dich ist, hättest du es ja nicht tun müssen. Macht's dir vielleicht Spaß, den Sonntag hier zu vernichten? Ich finde, es wäre gescheiter, wenn Mutter gleich hier rauszieht. Oder wir das Grab nach Pittsburgh verfrachten. Das meinst du doch wirklich nicht im Ernst. Warum denn nicht? Ist von dem Bonbons noch was übrig? Nein. Hast du das gelesen? Wir denken immer an dich. Ich aber nicht. Ich kann mich nicht mal erinnern, wie der Mann ausgesehen hat. In 5 Minuten hast du es ja hinter dir. Ja, 5 Minuten, um den Kranz aufs Grab zu legen und 6 Stunden, um hin und zurück zu fahren. Mutter will der Toten gedenken. Dafür fahren wir in diese triste Gegend. Und sie sitzt friedlich zu Hause. Jetzt beruhige dich wieder. Nun sind wir ja mal hier. Leider. Verehrte Zuhörer, aufgrund einer technischen Störung war die Sendung für einige Zeit unterbrochen. Wir bitten das Barbara zu entschuldigen. Achtung, wir bringen jetzt eine wichtige Durchsage. Oh, das hat nicht am Radio gelegen. Es war der Sender. Wenn ich die Reihe noch wüsste. Aufstehen müssen. Ich habe sowieso kaum geschlafen, wegen dem Krach, den ihr gemacht habt. Ich glaube, du meckerst nur herum, weil du dich gern reden hörst. Da ist es ja. Ich möchte nur wissen, was mit dem vom letzten Jahr passiert ist. Jedes Jahr gibt man gutes Geld für dieses Zeug aus und dann kommt man hier raus und der vom letzten Jahr ist verschwunden. Die Blumen verwelken? Dann kommt irgendjemand und räumt es weg? Ja, dann wird der Dreck abgekratzt, das Ganze aufpoliert und wiederverkauft. Ich möchte nur wissen, wie oft die uns das selber angedreht haben. Jetzt komm, Barbara. Du warst doch erst heute früh in der Kirche. Ich meine, beten kannst du doch auch in der Kirche. Komm jetzt. Dich hat man schon lange nicht mehr in der Kirche gesehen. Weißt du, ich sehe da wenig Sinn drin, in die Kirche zu gehen. Weißt du noch, wie wir einmal im November mit Großvater hier waren?
Es war genau an dieser Stelle. Ich habe mich hinter einem Baum versteckt und Huhu gemacht. Du warst furchtbar erschrocken und Großvater hat gedonnert. Johnny, du versündigst dich an diesem heiligen Ort. Weißt du noch, das war da hinten. Du hattest furchtbare Angst. Johnny. Du hast doch jetzt noch Angst. Ich mag das nicht. Hör bitte damit auf. Sie kommen und holen dich, Barbara. Hör auf damit. Du bist kindisch. Sie kommen und holen dich jetzt, Barbara. Lass das bitte. Du benimmst dich wie ein dummer Junge. Sie kommen aus ihren Gräbern. Schau, da kommt schon einer. Psst, der kann dich doch hören. Jetzt kommt er näher. Ich mach, dass ich wegkomme. Johnny! Oh!
auch. Das hätten wir. Hab keine Angst, mit dem einen werde ich schon fertig. Aber wenn die merken, dass wir hier drin sind, haben wir gleich noch mehr am Hals. Mir ist das Benzin ausgegangen. Gibt's für die Tankstelle da draußen einen Schlüssel? Hm? Wenn wir Benzin kriegen, können wir versuchen, hier rauszukommen. Wunder, wenn das funktioniert. Ach, Scheiße. Wohnen Sie hier? Wir müssen hier raus. Irgendwohin, wo es andere Menschen gibt. Wir müssen was zu essen mitnehmen. Ich schau mal nach, ob ich was finde. Was geht hier vor? Das würde ich auch gern wissen. Was geht hier vor? Da sind zwei draußen. Da sind zwei draußen. Hast du hier in der Nähe noch mehr gesehen? Ich weiß nicht. Mit dem Wein, da werde ich schon fertig. Ich weiß nicht. Ich weiß ja, dass du Angst hast, aber... Thank you.
Es werden immer mehr. Schau da nicht hin. Schau mal, ob du ein paar Bretter findest oder irgendwelches Holz, vielleicht am Kamin, hier, für die Fenster und Türen. Du sollst suchen, verdammt! Schau, ich weiß, dass du Angst hast. Ich habe auch Angst. Aber wir müssen gemeinsam die Fenster vernageln. Ich nagel Bretter vor Türen und Fenster. Verstehst du das? Wir sind dann hier drin sicher. Wir sind dann sicher, bis uns jemand zur Hilfe kommt. Aber wir müssen das zusammen machen. Du musst mir helfen. Darum geh jetzt bitte und schau, ob du Bretter findest. Möglichst starke. Verstehst du das? Okay? Okay?
schau, ob du noch mehr solche Nägel findest und tu sie dann da rein. Dieser Raum hier ist jetzt ziemlich sicher. Im Notfall können wir uns hier drin verbarrikadieren. Es wird nicht lange dauern, dass die wiederkommen und hier rein wollen. Die haben jetzt nur noch Angst. Die haben vor Feuer Angst, das habe ich rausgefunden. Kennst du hier in der Nähe diese Raststation? Da ist auch eine Tankstelle dabei. Ich wollte da gerade zum Tanken reinfahren. Und das Radio war an. Ich habe Nachrichten gehört. Plötzlich kam ein Tankwagen mit quietschenden Reifen um die Kurve. Da waren ungefähr 10 oder 15 von den Dingern hinter ihm her. Und haben versucht, sich anzuklammern. Ich habe sie zuerst gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass mit dem Wagen irgendetwas nicht in Ordnung war. So, als ob er etwas Schweres hinter sich herfährt. Auf einmal kam er quer über die Straße. Ich steige auf die Bremse, damit er mir nicht draufknallt, und hau selbst in die Warnschranke rein. Ich glaube, der Fahrer hat versucht, die Straße abzuschneiden. Quer durch die Tankstelle neben dem Rasthaus. Er walzt eine Tanksäule um, das Benzin spritzt raus und fängt zu brennen an. Der Tankwagen rollt immer noch. Ich habe nicht gewusst, explodiert er jetzt oder was? Drin sitzt ein Mann. Der lebt noch. Diese Dinger weichen davor zurück. Ich drehe mich zu dem Rasthaus um, zu sehen, ob mir vielleicht jemand helfen würde. Da habe ich bemerkt, dass der ganze Platz eingekreist war. Kein Zeichen von Leben mehr irgendwo, außer... Der Mann war auch ganz still geworden. Da wusste ich. Ich bin allein. 50 oder 60 von diesen Dingern standen da und starrten mich an. Ich fahre auf sie zu und flüge durch sie hindurch. Sie bewegen sich nicht von der Stelle. Sie standen da und starrten mich an. Es knirscht, als ich durchfahre. Sie flattern durch die Luft wie Puppen. Wir waren hier auf dem Friedhof. Johnny und ich. Johnny. Wir haben einen Kranz auf das Grab von meinem Vater gelegt. Johnny und er hat gesagt, hast du noch einen Bonbon, Barbara? Aber es waren keine mehr da. Und es ist heiß hier drin. Heiß. Und er hat gesagt, oh, es ist spät, hat er gesagt, warum sind wir so spät weggefahren? Und ich habe gesagt, Johnny, wenn du nicht so spät aufgestanden wärst, wären wir früher hier. Johnny hat mich gefragt, ob ich Angst habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe keine Angst, Johnny. Und dann ist dieser alte Mann plötzlich angekommen. Er kam ganz langsam auf mich zu. Und Johnny wollte mir Angst machen und sagte,
Er kommt und holt dich, Barbara. Ich habe ihn ausgelacht und gesagt, hör auf damit. Und dann ist Johnny weggelaufen. Ich bin auf den Mann zugegangen und wollte mich entschuldigen. Kannst du jetzt nicht mal damit aufhören? Und ich gehe auf ihn zu und sag guten Abend. Hat er mich gepackt? Er hat mich gepackt. Hat er mir gezerrt? Hat mich an meinem Mantel gepackt. Tu mir den Gefallen und hör mit dem Gequatsch auf. Ich hab geschrien, Johnny! Johnny, hilf mir! Hilf mir doch! Er hat mich angefasst. Und dann ist Johnny gekommen, angerannt. Und er hat mit dem Mann gekämpft. Ich hatte solche furchtbare Angst. Ich rannte. Und Johnny ist nicht nachgekommen. Wir müssen auf Johnny warten. Wir müssen ihn suchen und sehen, wo er bleibt. Wir müssen jetzt nachsehen, wo Johnny ist. Er sucht mich sicher. Bitte hören Sie doch, wir müssen ihn suchen und sehen, wo er bleibt. Wir müssen jetzt raus und nach Johnny suchen. Bitte helfen Sie mir. Bitte! Weißt du nicht, was da draußen los ist? Wir sind hier auf keinem Sonntagsausflug. Verstehen Sie nicht? Mein Bruder braucht mich. Dein Bruder ist tot. Nein. Mein Bruder ist nicht tot. Wegen der offensichtlichen Bedrohung, der eine Großzahl unserer Bürger ausgesetzt ist, bringen wir von jetzt ab laufend jede halbe Stunde Sondermeldungen, auch während der ganzen Nacht. Unser Sender und alle anderen Rundfunk- und Fernsehstationen berichten Ihnen in einer Konferenzschaltung über die neuesten Entwicklungen. Der Stand der Ereignisse ist nach unseren Informationen im Augenblick folgender: Eine Welle von Morden von einer wahren Armee bisher noch nicht bekannter Täter verursacht. Die Gräueltaten geschehen in Dörfern, Städten, Mädchenschulen und Vorstädten ohne ersichtlichen Zusammenhang oder erkennbares Motiv für die Taten. Es erscheint als eine plötzliche, allgemeine, explosionsartige Welle von Morden. Wir verfügen nur über einige ungenaue Beschreibungen der Täter. Augenzeugen geben an, es handelt sich um gewöhnlich aussehende Personen. Einige Zeugen behaupten, diese... Angaben machen, vor wem oder wovor sie sich schützen sollen. Verbrecher oder missgestaltete Ungeheuer. Die Polizeibehörden stehen vor einem Rätsel und sind bisher machtlos gegen diese Welle von Untaten. Bislang haben wir keinen Bericht darüber vorliegen, ob bereits eine systematische Untersuchung der Gräueltaten stattfindet. Die Stadt- und Landpolizei sowie Kriminalämter, Notärzte und Krankenhäuser ertrinken buchstäblich in einer Flut von Hilferufen. Die Lage kann nur als chaotisch bezeichnet werden. Die Bürgermeister von Pittsburgh, Philadelphia und Miami, ebenso die Gouverneure einiger Staaten im Osten und Mittelwesten des Landes, haben zur Kenntnis gegeben, dass die Eingreifreserve der Armee jederzeit mobilisiert werden kann. Das ist aber bislang noch nicht geschehen. Der einzige Ratschlag von Seiten der Behörden ist zurzeit, dass unter allen Umständen niemand sein Haus verlassen soll. Und es wird dringlichst geraten, Fenster und Türen in den Erdgeschossen mit Balken oder dergleichen zu sichern. Halten Sie sich in Ihrem eigenen Interesse an diese Anweisung, bis die wahre Ursache der Katastrophe erkannt ist und bis wir Mittel und Wege gefunden haben, sie einzudämmen und in den Griff zu bekommen. Verfolgen Sie weiter unsere Meldungen im Hörfunk und Fernsehen, um Aufschluss zu gewinnen, wie sich die Lage entwickelt. Angestellte und Arbeiter in den betroffenen Gebieten werden dringend ermahnt, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben und keinen Versuch zu unternehmen, zu ihren Wohnungen zurückzukehren.
trotz dieser dringenden Warnung für die Straßen und Autobahnen mit Fahrzeugen verstopft. Anweisungen in jedem Falle Folge zu leisten. Es besteht allerhöchste akute Gefahr für Ihr Leben. Wir erhalten soeben die Nachricht, dass der Präsident das Kabinett zu einer Sondersitzung einberufen hat, um über Maßnahmen gegen diese mysteriöse Welle ungeheuerlicher Gräueltaten zu beraten. Der Präsident will sich mit seinen Ministern bereits in dieser Stunde treffen. Mitglieder des Kabinetts haben ihre Bestürzung und ihr Entsetzen zum Ausdruck gebracht, und zusammen mit ranghohen Offizieren der Streitkräfte und führenden Beamten des FBI Erkundungsflüge über den betroffenen Gebieten vorgenommen, ohne bisher eine Erklärung für die rätselhaften Verbrechen zu finden. Das Weiße Haus gibt bekannt, es werde sogleich nach dieser Notstandssitzung eine offizielle Verlautbarung den Rundfunk- und Fernsehstationen übergeben. Das war die letzte Meldung, die wir soeben über Fernschreiber erhalten haben. Die jüngsten Berichte der großen Presseagenturen fügen noch hinzu, dass zu der eben erwähnten Notkonferenz auch Professoren der medizinischen Fakultäten und Wissenschaftler der Raumfahrtbehörde hinzugezogen werden. Wir wiederholen, alle Rundfunk- und Fernsehstationen sind jetzt in einer Blitzkonferenzschaltung zusammengeschlossen, um sie laufend über den neuesten Stand der Ereignisse zu unterrichten. Nochmals fordern wir Sie mit allem Nachdruck auf, Anweisungen in Rundfunk und Fernsehen unbedingt Folge zu leisten und in keinem Fall die Häuser zu verlassen. Letzte Meldungen, die uns erreichten, berichten von verängstigten Menschen, die in Kirchen, Schulen und öffentlichen Gebäuden Zuflucht und Schutz suchen vor dem Grauen. Die menschenähnlichen Monstern erscheinen jetzt in immer größerer Zahl und an immer mehr Orten im Land. Die Behörden und Polizeidienststellen haben völlig im Dunkeln und können nicht einmal Vermutungen anstellen über die Ursache dieser schrecklichen Ereignisse. Geben Sie jedem, den unsere Meldungen noch nicht erreicht haben, die strikte Warnung weiter, um Himmels Willen Straßen und einsame Plätze zu verlassen und sich in Häuser und Wohnungen einzuschließen und Türen und Fenster so gut wie möglich zu sichern. Wir wissen immer noch nicht, ob es sich bei diesen missgestalteten Monstern um menschenähnliche Wesen handelt oder um wild gewordene Tiere. Einige der Opfer sehen aus, als wären sie in Stücke gerissen worden. Diese grausige Geschichte begann vor 2 Tagen. Mit dem verworrenen Bericht einer Frau, deren Mann in einem Wäldchen ohne ersichtliches Motiv überfallen und ermordet wurde. Sich ein klares Bild über die Situation zu machen, wird besonders dadurch erschwert, dass alle Augenzeugen durchweg unter dem Eindruck eines schweren Schocks stehen und ihre Berichte daher wirr und unzusammenhängend sind. Unsere Reporter stehen in ständiger Verbindung mit den Behörden anderer Städte und haben dabei ermittelt, dass bisher kein einziger Vorfall dieser Art westlich des Mississippi bekannt ist. Aber auch in bisher nicht betroffenen Teilen des Landes haben die Berichte über diese Katastrophe die Bevölkerung in Schrecken und Panik versetzt. Es besteht die Gefahr, dass eine Massenhysterie Wirtschaft und Verkehrsverbindungen zusammenbrechen lässt. Es gibt bereits Vermutungen... Ich habe da draußen ein Gewehr und Munition dazu gefunden. ...um eine Verschwörung außerirdischer Wesen handelt. Und das hier. Diese Vermutungen sollen jetzt von Wissenschaftlern geprüft werden und wir können nur hoffen, dass sie sich nicht bewahrheiten. Ich habe das Haus jetzt ziemlich fest verrammelt. Ich glaube, vorerst können wir uns hier sicher fühlen. Wir haben das Gewehr. Munition. Wir haben das Radio. Früher oder später muss uns ja hier irgendjemand rausholen. Einigermaßen wirksame Mittel scheint zu sein, auf den Schutz der Häuser zu vertrauen und Türen und Fenster mit Brettern, Bohlen oder Balken so gut wie möglich zu befestigen. Danke für den Rat, habe ich schon. Anweisungen und Berichte und melden Sie telefonisch jedes verdächtige Lebewesen. Ich weiß zwar nicht, ob du mich hörst, aber ich gehe jetzt nach oben. Wenn hier irgendwas passiert, dann höre ich dich ja von oben und dann komme ich runter und helfe dir. Für den Augenblick ist ja alles in Ordnung. Ich komme dann wieder und verstärke noch die Sicherung an den Fenstern und Türen. Im Moment musst du hier keine Angst haben, okay? Polizeibehörden in Cumberland haben Reportern gegenüber verlautbart, dass einige der Opfer teilweise verstümmelt aufgefunden wurden und Bisswunden hatten. Es seien auch Fälle bekannt, in denen die Opfer buchstäblich angefressen waren.
der Berichte ein, die eines gemeinsam haben. Die rätselhaften Mörder handeln in einer Art traumwandlerischem Zustand und essen angeblich ihre Opfer. Diese Berichte haben die Behörden veranlasst, einige der Opfer einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterziehen zu lassen. Der Chefarzt des städtischen Krankenhauses in Cumberland und gerichtsmedizinische Sachverständige Dr. Martin Griffith ist zu dem Schluss gekommen, dass die Mörder sogar in allen Fällen das Fleisch ihrer Opfer essen. Diese ungeheuerliche Nachricht ist erst vor wenigen Minuten hier bei uns eingegangen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass solche Dinge tatsächlich geschehen sind und in immer größerer Anzahl auch weiter geschehen, ohne dass es bisher möglich erscheint, die Ursachen dieser Gräuel zu erkennen und die Flut dieser grässlichen kannibalischen Morde einzudämmen. Wir können Ihnen daher zurzeit leider noch keinerlei konkrete Angaben machen, wie Sie sich gegen diese Ungeheuer wehren können. Wir müssen uns darauf beschränken, Ihnen die Ereignisse so zu berichten, wie wir sie aus den laufenden Einzelnen haben. Halt! Nicht schießen! Wir sind hier vom Haus! Diese Kreaturen habhaft zu werden. Ein Radio! Auch in Pennsylvania sind jetzt die ersten Vorfälle bekannt geworden. Die Behörden versuchen mit allen Mitteln, eine Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, da jeder, der sein Haus verlässt, sich nur selbst... Wie lange seid ihr eigentlich schon da unten? Ich hätte hier wirklich Hilfe gebrauchen können. Wir waren im Keller, der einzig sichere Platz. Sie wollen sagen, Sie haben den Krach nicht gehört, den wir hier gemacht haben? Woher sollten wir denn wissen, was hier oben los ist? Wir haben natürlich gedacht, es sind diese Dinger. Das Mädchen hier hat doch geschrien. Sie werden doch wissen, wie sich das anhört, wenn ein Mensch schreit. Diese Dinger machen ja keinen Lärm. Jeder hätte hören müssen, dass da ein Mensch Hilfe braucht. Schauen Sie, es ist gar nicht so leicht, da unten zu hören, was hier oben los ist. Wir haben eben Schall gehört und konnten es uns nicht anders erklären, als dass diese Dinger da oben hinter jemand her sind. Und da bleiben Sie einfach da unten. Wir wussten ja nicht, wie viele das sind. Der hat sich so angehört, als ob das Haus zusammenfällt. Woher sollten wir denn wissen, was da oben eigentlich los ist? Jetzt hören Sie mir mal zu. Gerade haben Sie noch gesagt, Sie konnten da unten nichts hören. Jetzt sagen Sie, es hätte sich angehört, als ob das Haus zusammenbricht. Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie sich auf eine Geschichte einigen könnten. Na schön. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich denke gar nicht dran, was zu riskieren, wenn ich da unten sicher bin. Wir sitzen da unten absolut sicher. Und Sie sagen mir, ich soll den Kopf rausstrecken, nur weil da oben jemand Hilfe braucht. Hm? Genau das wollte ich sagen. Warum können wir das nicht in aller Ruhe? Es ist mir scheißegal, was Sie denken. Wir sind hier raufgekommen, okay. Und jetzt schlage ich vor, dass wir alle wieder runtergehen, bevor diese Dinger hier irgendwo reinkriechen. Die können hier nicht rein. Glauben Sie wirklich, die kommen nicht rein? Ja, ich habe ja überall dicke Bretter vorgenagelt, außer oben, und das ist kein Problem mehr. Schwachsinn! Der Keller ist der einzig sichere Platz. Ich habe gesagt, die können hier nicht rein. Die haben mühelos meinen Wagen umgedreht. Wir haben Glück gehabt, lebend rauszukommen. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, diese Dinger kommen nicht durch diesen windigen Holzverschlag. Er hat seine Frau und sein Kind unten. Das ist schon was. Ich glaube trotzdem, hier oben ist es besser. Vielleicht hat er wirklich recht, Mr. Cooper. Wenn wir zusammenhelfen, haben wir das Haus schnell ziemlich sicher. Und hier oben ist auch alles, was wir sonst so brauchen. Wir können genauso gut das ganze Zeug mit runternehmen. Mann, ich glaube, bei Ihnen stimmt's nicht ganz. Sie haben ein Dutzend Fenster da oben. Und die wollen Sie so absichern, dass die Dinger da nicht rein können? Diese Dinger haben keine Kraft. Ich habe drei von ihnen erschlagen und eigenhändig da rausgeworfen. Und ich habe Ihnen doch erzählt, die haben mein Auto umgekippt wie nichts. Na und, dazu braucht man nur 5 Mann. Was habe ich gemeint? Nur, dass es nicht bei 5 bleibt oder 10. Da kommen 20 oder 30 oder 100 von diesen Dingern. Und sobald die riechen, dass wir hier drin sind, wimmelt's hier. Wenn es wirklich so viele sind, können wir uns verkriechen, wohin wir wollen. Die kriegen uns. Hör zu. Der Keller. Der Keller hat nur eine Tür. Kapiert? Da müssen wir nur eine einzige Tür verteidigen. Die kann ich mit Brettern so verrammeln, dass das wirklich hält. Aber hier die ganzen Fenster. Auf die kann ich doch nicht alle gleichzeitig aufpassen. Da ist schon was dran, Mr. Cooper. Aber da im Keller können wir nirgendwo raus. Wenn die Tür doch aufkriegen. Wohin sollen wir dann? Dann sind wir erledigt. Ach. Hier können wir wenigstens raus, wenn wir müssen. Und wir können aus dem Fenster schauen und sehen, was draußen los ist. Aber da unten ohne Fenster? Und wenn uns hier jemand rausholen kommt, wir würden es nicht mal wissen. Der Keller ist der sicherste Platz. Der Keller ist eine Todesfalle. Ich weiß auch nicht, Mr. Cooper. Da hat er vielleicht recht. Wie viele sind denn jetzt da draußen? Schwer zu sehen. Vielleicht 6 oder 7. Jetzt hört mal zu. Ihr zwei könnt tun, was ihr wollt. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Keller. Und ihr überlegt euch schnell. Ich verrammel dann die Tür und mach sie nicht wieder auf, egal was hier oben los ist. Jetzt warten Sie mal, Mr. Cooper. Ich warte überhaupt nicht mehr. Ich habe mich entschlossen und ihr wisst nicht, was ihr wollt. Jetzt Moment mal. Das muss man doch überlegen. Wir können immer noch in den Keller, wenn wir müssen. Aber wenn wir uns wirklich da runtersetzen, dann brauchen wir von hier ein paar Sachen. Darüber sollten wir wenigstens einen Augenblick reden. Genau. Sie sperren sich da unten ein, dann kommen die hier rein und Sie sind geliefert. Hier oben kann man sich wenigstens noch verteidigen.
Es sieht so aus, als wären es mindestens 10. Dann sind es jetzt mehr geworden. Ich schau mal nach hinten, ob da auch welche sind. Ich hab's ja gewusst. Nichts ist los! Wir müssen die Bretter fester machen. Sind Sie wahnsinnig? Diese Dinger werden bald durch jedes verdammte Fenster in diesem Haus hier reinkriechen. Die haben nur eine Chance und das ist der Keller. Dann gehen Sie doch in Ihren blöden Keller, aber schnell! Ich nehme das Mädchen mit runter. Die bleibt hier. Die rühren Sie nicht an. Und alles andere bleibt auch hier. Denn wenn ich hier oben bleibe, dann kämpfe ich um alles, was hier oben ist. Das Radio und die Lebensmittel gehören genauso dazu. Wenn Sie unbedingt in Ihren Keller wollen, gehen Sie doch. Der Mann ist wahnsinnig. Der ist verrückt. Wir müssen doch da unten was zu essen haben. Das ist unser Recht. Ist das Ihr Haus? Wir haben genauso ein Anrecht darauf. Gehst du mit ihm darunter? Ja, aber... Ja oder nein? Überleg es dir genau. Das ist deine letzte Gelegenheit. Sie wissen doch, dass ich ein Kind da unten habe. Ich kann doch das unmöglich heraufbringen. Ich kann ihm doch unmöglich zumuten, dass es zusieht, wie diese Dinger hier durch alle Fenster krabbeln. Ich verstehe, Sie sind Vater. Wenn Sie so dumm sind und da unten krepieren wollen, ist das Ihre Sache. Aber verlangen Sie bitte nicht von mir, dass ich auch so dumm bin. Es tut mir leid für Ihr Kind, dass sein Vater so dumm ist. Also, nun gehen Sie schon in den Keller. Spielen Sie den Boss da unten. Und ich bleib hier der Boss. Ihr Verbrecher! In den Keller kommt ihr mir nicht. Das schwöre ich. Mr. Cooper, mit Ihrer Hilfe könnten wir... Meine Hilfe geht's nicht! Lass ihn doch gehen. Wenn jemand unbedingt lebensmüde ist, soll man ihn nicht hindern. Einen Moment noch. Was ist? Judy! Komm hier rauf. Die sollen auch dran glauben, was? Schon gut. Wenn wir hier oben alle zusammenhelfen, müssen wir nicht viel befürchten. Hier ist ja genug Platz, wohin wir abhauen können. Mr. Cooper, es wäre bestimmt besser, wenn wir drei zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist Kind. Er hat Unrecht. Ich setze mich nicht in so eine Mausefalle. So, hier kann man sich wenigstens sicher fühlen. Die Tür hält schon was aus. Was ist mit Tom und Judy? Die wollen unbedingt da oben bleiben. Da sind noch zwei andere Leute im Haus. Ein Mann und ein Mädchen. Wir haben sie ja schreien gehört. Ach, sicher. Aber ich habe doch nicht gewusst, wer das war. Und da gehe ich doch kein unnötiges Risiko ein. Natürlich nicht, Herr. Fehlt ihr was? Ich weiß nicht, was sie hat. Sie hat eine heiße Stirn. Vielleicht der Schock.
Wo hast du den Umschlag her? Ich habe von der Wäsche da was abgerissen. Die soll nur da oben bleiben. Meinetwegen. Irgendwann werden diese Monster da schon reinkommen. Dann sehen wir ja, wer recht hatte. Ich sehe schon, wie die mich betteln, dass ich sie hier runterlasse. Das ist wichtig für dich, nicht? Was? Dass du Recht behältst und alle anderen Unrecht. Was soll denn das nun wieder heißen? Weiß denn keiner da oben, was hinter der Sache steckt? Die wissen auch nicht mehr als wir. Diese Monster sind überall. So eine Art Massenmord. Niemand kennt sich aus. Im Radio sagen sie, man soll im Haus bleiben. Ja, im Radio da oben, in den Sondermeldungen. Da oben gibt's ein Radio und du sperrst uns hier unten in den Keller ein? Ich weiß schon, was ich tue. Was sagen die denn? Nichts. Gar nichts. Die wissen auch nichts Näheres. Nur, dass überall diese Morde passieren. Dass man sich in Sicherheit bringen soll und dass niemand das Haus verlassen soll. Du machst jetzt sofort die Tür auf. Wir bleiben in jedem Fall hier unten. Aber dieses Radio verbindet uns wenigstens mit der Außenwelt. Vielleicht sind schon Gegenmaßnahmen ergriffen und vielleicht sind schon Leute hier zu uns unterwegs. Und wir sitzen hier in diesem Rattenloch und wissen nicht mal was davon. Vielleicht können wir nicht mehr miteinander leben. Aber miteinander sterben ist auch keine Lösung. Diese Menschen sind nicht unsere Feinde. Mr. Cooper! Bate hat einen Fernsehapparat gefunden. Wir wollen raufgehen, ja? Tom? Ja, was ist? If Judy would come downstairs for a few minutes, Harry and I could come upstairs. Okay, yeah, right away. Tust du's? Du meinst, ich muss? Schau, Schätzchen, das ist doch unmöglich, dass die sich da unten einsperren, während wir hier oben sitzen. Tu's. Mir zuliebe. Okay. Alles okay, Sie können aufmachen. Ich werde gut auf Sie Acht geben. Sie ist so tapfer. Ich rufe Sie, wenn was mit ihr ist. Ihr Bruder ist tot. Hey, komm doch mal mit anfassen. Ich helfe nur eben Ben mit dem Fernseher. Hab keine Angst vor mir. Ich bin Helen Cooper, Harrys Frau. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Schau dir das an. Als ob diese Dinger damit nicht fertig wären. Gib mir eine von denen. Ihren Bruder haben sie getötet. Die nur mit ihren Fenstern wollen. Man sieht sowieso kaum was. Selbst wenn. Da können 10.000 von diesen Dingern draußen sein. Was hilft's uns dann, wenn wir sie sehen?
Wäre es nicht gescheiter, du würdest lieber mit anpacken? Komm, den können wir da auf die Stühle stellen. Hier ist eine Steckdose. Und Sie schauen sich das genau an und merken sich, was die da drin sagen. Ich will hier für niemanden verantwortlich sein. Kann ich nicht irgendwas tun? Ich möchte jetzt nichts mehr von Ihnen hören, Mister. Wenn Sie hier oben bleiben, machen Sie, was ich sage. Und ich will, dass Sie das Mädchen in Ruhe lassen. Er funktioniert. Man hört doch nichts. Dreht die Antenne. Informationen. Die Berichte so unglaublich, sie klingen, haben nichts mit Massenhysterie. Massenhysterie. Meinen Sie vielleicht, wir denken uns das alles aus? Allen Teilen des Landes werden von offiziellen Stellen bestätigt. Die Welle der Mordtaten, die seit gestern den Osten unseres Landes überschwemmt, wird von Wesen begangen, die ihre Opfer teilweise verzehren. Erste Augenzeugenberichte über diese grausigen Begebenheiten stammen von Menschen, die unter Schock standen und sind daher unzusammenhängend. Journalisten sowie die Polizei hielten anfangs die Augenzeugenberichte für absolut frei erfunden. Aber die Berichte häufen sich. Die Autopsie einiger der Opfer bestätigte eindeutig, dass ihre Verstümmelungen teilweise von Bissen herrührten. Verehrte Zuhörer, ich muss jetzt meinen Bericht unterbrechen, denn soeben erhalte ich hier eine neue Meldung. Es ist die letzte Verlautbarung des eilig einberufenen Notstandsausschusses in Washington. Es hat sich bestätigt, dass vor kurzem Verstorbene wieder ins Leben zurückkehrten und zu blutdürstigen Mördern wurden. Die eingehende Untersuchung der Berichte von Krankenhäusern und Leichenschauhäusern hat zu dem ungeheuerlichen Schluss geführt, dass unbeerdigte Tote wieder lebendig werden und sich Menschen als Opfer suchen. Es fällt uns schwer, selbst zu glauben, was wir Ihnen berichten, aber es scheint wahr zu sein. Als die ersten Morde bekannt wurden, rieten Ihnen Radio und Fernsehen, die Häuser nicht zu verlassen und die Fenster und Türen abzusichern. Die Situation hat sich inzwischen verändert. Die Behörden haben die ersten Gegenmaßnahmen ergriffen. Allgemeine Notstandsvorkehrungen wurden getroffen und Hilfsstationen eingerichtet mit Verpflegung, Notarzt und Blutkonserven, die von bewaffneten Reservisten bewacht werden. Von jetzt an bringt Ihr Ortssender laufend eine Liste der in Ihrer Nähe liegenden Hilfsstationen. Die Liste wird im Verlauf unserer Sendung wiederholt. Merken Sie sich den Namen der Station, die in Ihrer nächsten Nähe liegt, und begeben Sie sich zu dieser Station, sobald es nur möglich ist. Ich habe doch diesen Lastwagen. Mit ein bisschen Benzin könnten wir hier rauskommen. Hier draußen bei den Schuppen kann man tanken. Deshalb bin ich ja hier reingefahren, aber die ist abgeschlossen. Den Nationalen Sicherheitsausschuss einberufen. Seit Zusammentreten hat dieser Ausschuss aus Mitgliedern des Kabinetts, dem FBI, den Vereinigten Stabschefs und dem CIA noch keinerlei Verlautbarung abgegeben. Aber warum zieht man Raumfahrtspezialisten zu Rate, wenn es sich um Ereignisse auf der Erde handelt? Bis jetzt konzentrieren sich alle Vermutungen auf die Venussonde, die im vergangenen Jahr von Cape Kennedy aus gestartet wurde. Diese Sonde war bekanntlich auf dem Rückweg zur Erde, ist aber nie gelandet. Die Raumsonde, die ihre Mission bis dahin erfolgreich erfüllt hatte, wurde gesprengt, als Wissenschaftler feststellten, dass sie eine bis dahin unbekannte Strahlung von hoher Intensität mit sich führte. Könnte es nicht sein, dass diese geheimnisvolle Strahlung in irgendeinem Zusammenhang mit den grausigen Ereignissen steht, die wir im Augenblick in unserem Land erleben? Vollkommen klar. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Und wie wollen Sie da drüben ans Benzin kommen? Da! Sie kommen aus einer Besprechung über die Explosion der Venussonde. Ja, ja, das war das Thema der Besprechung. Glauben Sie, dass ein Zusammenhang zwischen dieser Explosion und dem Phänomen besteht? Ja, ein definitiver Zusammenhang. In anderen Worten, es geht genügend Strahlung von der Venussonde aus, um diese Mutation zu erklären. Es war eine sehr starke Strahlung. Ich bin nicht sicher, ob das überhaupt stimmt. Aber ich bitte Sie, es ist die einzig logische Erklärung, die wir bisher haben, meine Herren. In anderen Worten, nach Ansicht des Militärs ist die Radioaktivität nicht der Grund für die Wiederbelebung. Ich kann jetzt nicht für das gesamte Militär sprechen. Ich stimme mit den Herren momentan nicht überein, bis die Angelegenheit eindeutig bewiesen ist. Es wird alles getan, was getan werden kann. Wir müssen jetzt schnellstens zur nächsten Besprechung. Herr Professor, Sie sehen aber einen definitiven Zusammenhang. Ja, ein definitiver Zusammenhang. Jedenfalls so, wie Herr Dr. Keller und ich das sehen. Herr Doktor, ich bitte Sie, wir haben doch den Beschluss gefasst, dass noch nichts bewiesen ist. Ist die Sonde zur Explosion gebracht worden? Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Mutation nichts mit der Strahlung zu tun hat. Versuchen Sie uns jetzt nicht festzulegen. Es wird es bald eine echte Antwort auf diese Fragen geben. Und später werden wir eine Erklärung abgeben. Heute Nachmittag? Ja, vielleicht heute Nachmittag. Vielleicht äußern wir uns ja, heute ja. Nachmittag. Sie haben ja gehört, vielleicht heute Nachmittag. Aha. Wir tun alles, was im Rahmen der Möglichkeit liegt.
Sie sehen doch, wir sind in Eile. Bitte lassen Sie uns. Hoping to get some further explanation of this. We've heard all we need to know. We have to try to get out of here. He said the rescue stations have doctors and medical supplies. If we could get Karen there, we could get help for her. Elmo is one of the world's foremost authorities on space science and technology. Ich habe doch hier so einen Wegweiser nach Willard gesehen. Ja, Willard ist nur ungefähr 20 Kilometer von hier weg. Kennst du dich aus? Bist du hier aus der Gegend? Judy und ich wohnen beide hier in der Nähe. Wir wollten gerade zu dem See hier zum Schwimmen. Judy hatte ihr Radio dabei, so haben wir gleich davon erfahren. Ich habe das Haus hier gekannt und wir kommen hier rein, da war die Frau da oben schon tot. Dann sind die anderen Leute hergekommen. Dann haben wir uns im Keller versteckt und einen Balken vor die Tür gemacht. Der hält schon ziemlich was aus. Ach, wie sollen wir eigentlich von hier wegkommen? Ich habe ein krankes Kind. Hier sind drei Frauen, eine davon hat sie schon nicht mehr alle. Und draußen, wer weiß, wie viele von diesen Monstern. Dr. Grimes, Sie und Ihr Institut arbeiten fieberhaft daran, eine Erklärung für diese rätselhaften Vorgänge zu finden. Sind Sie schon zu einem Ergebnis gekommen? Ja, wir haben schon einige Vermutungen. Aber lassen Sie mich zunächst darauf hinweisen, wie wichtig es uns erscheint, dass sich jeder, der verletzt wurde, sofort in ärztliche Behandlung begibt. Wir wissen noch nicht, welche Komplikationen sich durch diese Verletzung... Ist das schlimm mit dem Kind? Wenn diese Ereignisse tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Venus stehen sollten... Gut, Sie gehen jetzt runter und sagen, wie heißt sie, Judy? Hm? Sie sagen ihr also, dass sie raufkommen soll. Und Sie gehen zu dem Kind, in Ordnung? Unglaublich erscheinenden Vermutungen eine reale Bedeutung beizumessen. Im Kühlraum der Universität hatten wir gestern eine Leiche. Eine Leiche, deren Arme und Beine amputiert waren. Auf einmal, heute Morgen, öffnete sie ihre Augen und versuchte, sich zu bewegen. Der Tod war am Abend vorher eingetreten und amputiert. Er will, dass du raufkommst. Hat sie denn mir gefragt? Sie redet gar nichts. Ich kann das nicht verstehen. Liebling, ich bin bei dir. So heiß. Ich komme gleich wieder runter, sobald ich weiß, was die wollen. Vielen Dank, Judy. Die Toten sollten sofort bestattet werden, vorzugsweise durch Verbrennen. Und wie lange dauert es, bis der Körper des Toten wieder lebendig wird? Meist nur ein paar Minuten. Minuten? Aber das lässt doch keine Zeit, um irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Das ist richtig. Es bleibt keine Zeit für ein feierliches Begräbnis. Tote müssen sofort auf die Straße gebracht und verbrannt werden. Sie müssen unverzüglich mit Benzin übergossen und verbrannt werden. Die Angehörigen müssen leider auf den Trost verzichten, den ein ordentliches Begräbnis geben könnte. Sie sind nichts als totes Fleisch und wie wir wissen, äußerst gefährlich. Würdest du jetzt bitte nachschauen, ob du Bettlaken findest, die man in Streifen reißen kann? Gibt's hier einen Vorratskeller? Ja. Wir brauchen ein paar Flaschen oder Gläser für Feuerbomben, um die Dinger in Schach zu halten, wenn wir hier ausbrechen. Ich habe da unten einen Benzinkanister gesehen. Ich kann ihn ja raufholen. Ich suche jetzt nach den Flaschen. Da hängt ein Schlüsselbund im Keller. Vielleicht ist da der Schlüssel fürs Benzin dran. Ich schau nach. Wir können die Flaschen aus dem Fenster im ersten Stock werfen. Währenddessen läuft einer von uns raus und holt Benzin und kommt dann zurück wegen der anderen. Aber dann bleibt doch irgendeine Tür offen stehen. Das ist richtig. Am besten wäre die Tür da. Die ist am nächsten am Lastwagen. Und bevor wir abhauen, bringen Sie dann ein paar von den Vorräten runter in den Keller. Die anderen können dann, solange wir weg sind, da unten bleiben. Ich habe ein paar Einmachgläser im Keller gefunden. Und das hier ist der Schlüssel für die Tanksäule. Das steht auf dem Schild. Ich fahre den Lastwagen erst seit gestern, deshalb kenne ich mich noch nicht so damit aus. Das ist kein Problem. Ich kann schon damit umgehen. Also okay dann. Wir beide fahren. Wir stellen alle Vorräte, die wir finden können, hinter die Kellertür. Und Sie gehen nach oben und werfen die Feuerbomben aus dem Fenster. Tom, wir beide machen dann die Bretter von der Tür weg. Nachdem Sie die Bomben geworfen haben, gehen Sie runter und sperren die Tür zu. Sie nageln sie besser nicht zu, denn wir müssen dann schnell wieder rein. Haben wir erst das Benzin und sind im Haus zurück, dann überlegen wir, wie wir alle hier zum Wagen rauskriegen. Dann machen wir das. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir, bis diese Katastrophe unter Kontrolle ist, noch viele, viele von solchen Hilfsstationen benötigen. Du lächelst mich immer so an. Wie machst du das, dass du immer lächeln kannst? Hast du die Streifen schon? Komm, Liebling, wir müssen uns beeilen. Tom, geht das Telefon wirklich nicht? Das Telefon funktioniert nicht.
Da meldet sich nur irgend so eine Platte. Wenn ich nur zu Hause anrufen könnte. Die machen sich bestimmt schon Sorgen. Alles ist ja bald vorbei. Gleich, wenn wir in Willard sind, rufen wir sie an. Vielleicht sind sie auch da. Kann sein. Tom? Hm? Ist das sicher, dass wir das Richtige machen? Du meinst das mit dem Lastwagen? Ja. Ja, im Fernsehen sagen sie, das sei das Richtigste. Wir müssen so eine Station erreichen. Ich weiß nicht. Jetzt hör aber auf. Du redest ja schon fast wie Mr. Cooper. Warum musst ausgerechnet du damit raus? Ich weiß, wie man den Laster da fährt. Und ich kenne das mit dem Benzin. Ben hat von allem überhaupt keine Ahnung. Hier drin sind wir sicher. Aber wie lange noch? Diese Dinger da draußen haben jetzt nur Angst. Aber woher wissen wir, was die tun, wenn die immer mehr werden? Ich weiß das doch alles. Hey, listen. Remember when we had the big flood? Remember how difficult it was for us to convince you that it was right to leave? Remember we had to go to Willard then? This isn't a passing thing, honey. It's not like just a wind passing through. We've got to do something, and fast. I just don't want you to go out there, that's all. Hey, Smiley. Where's that big smile for me? Boy, you're sure no use at all, aren't you? We got work to do, honey. And you... Wir müssen sie zuerst runterbringen. Wir müssen jetzt runter in den Keller, Barbara. Ja, das stimmt. Du musst jetzt runter in den Keller. Es dauert auch nicht lange, nur bis wir zurück sind. Dann fahren wir alle von hier weg. Oh, ich möchte gerne von hier weg, ja. Viel Glück. Ja. Okay, dann wirf jetzt!
Halt dich fest! Renn! Komm, du musst aus dem Wagen raus! Schnell hier raus! Komm! Komm schnell! Ich kann nicht, ich hänge fest! Ich wollte dich da rausschmeißen zu diesem Bestien, du Drecksack! Ist es jetzt nicht schon drei? Um 3 Uhr sollen im Fernsehen die nächsten Nachrichten kommen. Noch 10 Minuten. Oh, nur noch 10 Minuten? Da bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Endlich fahren wir. Wir müssen bald los. Es ist schon 3:10.
Kennen Sie eigentlich hier diese Gegend irgendwie? Ist Willard wirklich die nächste Stadt? Ich weiß es nicht. Wir wollten noch vor Dunkelheit irgendein Hotel finden. Diese Dinger haben doch Ihr Auto umgekippt. Wo war das? Kann man das vielleicht umdrehen und fahren? Ich glaube, es war ziemlich weit von hier. Wir sind wie wahnsinnig gerannt. Wahnsinn. Das ist mindestens ein Kilometer. Johnny hat die Autoschlüssel. Wollen Sie vielleicht das Kind bis dahin tragen, an Tausenden von diesen Monstern vorbei? Ich trage das Kind schon. Was fehlt ihm denn? Ist es verletzt? So ein Ding hat sie angepackt. Und in den Arm gebissen. Was ist? Wer weiß, was für Krankheiten diese Dinger haben. Ist sie bei Bewusstsein? Warum? Sie kann nicht laufen, sie ist zu schwach. Einer von uns kann ja versuchen, das Auto zu holen. Wollen Sie es vielleicht alleine umdrehen? Ihr könnt nicht mit dem Auto fahren, Johnny hat die Schlüssel. Du hast ein Auto? Wo? Wo ist das? Wir können nicht damit fahren. Schon gut, ich weiß. Aber wo steht es? Mein Gott. Von Wissenschaftlern in allen Strahlungserkennungsstationen beobachtet. Zur Stunde wird berichtet, dass diese mysteriöse Strahlung unaufhörlich weiter anwächst. Regierungssprecher warnen daher die Bevölkerung, dass sich frische Leichen auch weiterhin in diese mörderischen Ungeheuer verwandeln und sich zuweilen in großer Zahl zusammenrotten. Alle Personen, die zurzeit sterben, werden wieder lebendig, es sei denn, ihre Leichen werden auf der Stelle verbrannt. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Saigon, in Washington, hat Bürgerwehren gegen diese Ungeheuer aufstellen lassen. Eines unserer Kamerateams ist vor kurzem von einer der ersten Such- und Vernichtungsaktionen zurückgekehrt. Diese wurde von Sheriff McLennan angeführt, und zwar westlich des Mississippi. Sehen Sie jetzt unseren Filmbericht. Alle örtlichen Polizeibehörden und Truppenteile der Eingreifreserve haben sich zu solchen Aktionen gegen die kannibalischen Unwesen zusammengeschlossen. Soeben erhalten wir die sensationelle Verlautbarung des Notstandsausschusses in Washington. Die lebenden Toten sind nicht unverwundbar. Man kann sie durch einen genau gezielten Schuss in den Kopf töten. Die Erklärung der Wissenschaftler: Da das Hirn des Toten durch jene Strahlung wiederbelebt wurde, muss man nur das Hirn zerstören, um den lebenden Toten endgültig zu töten. Sollen wir Luftunterstützung anfordern? Nein, nein, das schaffen wir schon. Hey, Jungs, schmeiß das Zeug gleich da drüben aufs Feuer. Wir wollen ja nicht, dass Sie nochmal aufstehen. Okay, Chef. Sheriff McLennan, wie steht's bei Ihnen? Ja, ich kann nicht klagen. Die Moral meiner Leute ist gut. Geht mal mit 3 Mann da drüben durch das Gebüsch. Sheriff, glauben Sie, wir können mit diesen Monstern fertig werden? Tja, wir haben heute allein in dieser Gegend 19 von ihnen gekillt. Die letzten 3, als sie gerade dabei waren, in eine einsame Scheune zu schleichen. Die haben sicher gedacht, da gibt's was zu beißen für sie, aber da war nichts. Ja, wir haben sie wimmern hören, dann sind wir rüber und meine Jungs haben sie einfach weggepustet. Chef, könnt ihr mal hier rüberkommen? Ja, gleich. Sheriff, wenn mich 6 oder 8 von diesen Dingern angreifen würden, hätte ich da eine Chance. Das ist gar keine Sache. Kopfschuss und fertig. Da kann nichts schief gehen. Wenn sie nicht zu schießen haben, nehmen sie einfach einen Knüppel oder zünden die Dinger einfach an. Die halten nicht viel aus. Gut, Sheriff. Und wie lange, glauben Sie, brauchen Sie, bis Sie der Lage hier endgültig haben werden? Tja, das ist schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht, wie viel es hier in der Gegend gibt. Wir wissen nur, haben wir sie erstmal gefunden, sind sie auch schnell erledigt. Und die bewegen sich langsam? Ach, mit denen ist nicht viel los. Ziemlich vergammelter Haufen. Jetzt in Stunden gerechnet, würden Sie sagen, man kann den Fall in 24 Stunden abschließen? Tja, das weiß ich noch nicht. Wir sind bestimmt noch diese Nacht und den Morgen dran. Wir arbeiten uns jetzt in Richtung Willard vor. Und dort werden wir uns mit dem Militär treffen. Und dann können wir erst was Genaues sagen. Vielen Dank, Sheriff McLennan. Das war ein Gespräch mit dem Führer einer Bürgerwehr, Sheriff McLennan. Vielen Dank, Bill, für diesen Bericht. Ein Sprecher des Innenministeriums lehnte jede Stellungnahme dazu ab, wie lange es noch dauern kann, diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Ist der Sicherungskasten im Keller? Ich weiß nicht. Das ist nicht die Sicherung. Das ist bestimmt die Hauptleitung. Ich muss irgendwie an das Gewehr kommen.
Reicht es dir immer noch nicht? Zwei Menschen hat der Kerl schon auf dem Gewissen. Da soll es mir nicht reichen. Schau nur mal bei dem Fenster da raus. Willst du jetzt auch noch oben bleiben? Helm, runter in den Keller. Mach, dass du im Keller kommst. Schnell! Thank you.
Morgen, Sam. Kannst du dir mal 4 bis 5 Männer nehmen und ein paar Hunde? Da hinter den Bäumen ist so ein Haus. Schau doch mal nach, ob da was los ist. Oh, Sie sind ja auch noch dabei. Ja, Sheriff, wir bleiben noch dabei, bis wir nach Willard kommen. Wo haben Sie den Kaffee her? Nehmen Sie ihn nur. Sie haben hier die Hauptarbeit. Danke. Ungefähr in 4 oder 5 Stunden müssten wir hier fertig sein. Und dann sind wir auch bald in Willard. Ja, ich glaube bestimmt, dass die vom Militär dann auch schon da sind. Nick, kommst du jetzt mit mir und den anderen mit? Bill, wir sollten mal wieder was von uns hören lassen. Okay, Steve. Sag ihnen, wir bleiben noch ein bisschen draußen. Und dass die Männer mit der Sache fertig werden. So langsam. Der Scheune. Okay. Ich brauche nur ein paar von euch da für das Haus. Die anderen bleibt am besten hier am Rack. Oh, hier hat aber einer was gebrutzelt. Was sie mit dem wohl gemacht haben. Kommt, lass mir den. Der rührt sich nicht mehr. Nick, Tommy, Steve, holt ihr schon mal Holz zusammen und macht mir ein Feuer. So, bring den mal hier weg und schmeiß ihn auf den Haufen. Da hinten war nichts. Gut, dann geh darüber und hilf den anderen. Und wir schauen mal in das Haus. Weißt was, ich hab da was gehört. Ja, da ist einer. Genau zwischen die Augen. Guter Schuss. Okay, der ist tot. Holt den mal da raus. Das ist wieder einer für das Feuer. Light these torches over here. People in the back. We're in the back.